Ja, heute wollen wir mal Sauerkraut machen. Ich mache seit Jahren unser Sauerkraut selbst. Dazu habe ich mir für ja, knapp 40 Euro einen speziellen Gärtopf bestellt. Ja, der kostet nicht allzu viel. Man kriegt 10 Liter oder 10 Kilo Sauerkraut rein. Ich habe eigentlich zwei davon, aber im Momentan hat ein Freund von mir einen. Das Besondere ist, da hier oben ist eine Rinne. Und die kommt dann später Wasser rein, ein bisschen auch Salzwasser. Und dann dieser Deckel, der auch genau dann auf die Rinne passt, damit dann die Gärgase hier rausperlen können und keine Luft und keine Keime in den Topf gelangen können. Angesetzt wird das Ganze natürlich wieder wie bei einer normalen Milchsäuregärung mit Salz. Ich verwende 10 Gramm Salz pro Kilo Sauerkraut. Zum Ganzen gehören auch noch die zwei Beschwerungssteine. Die sind halbiert, damit man sie leicht in den Topf kriegt. Ja, man muss sie dann so ein bisschen gekippt rein. Allerdings verhindern die nicht, dass die doch Teile aufschwimmen. Aber ich zeige euch später, wie ihr das verhindern könnt. Ja, das ist so diese Grundausrüstung. Danach geht es einfach, ja, ans Schneiden vom Sauerkraut. Dazu habe ich mir Krautköpfe gekauft. Ja, das sind eben Herbst relativ billig und kann man auch günstig kriegen. Diese Krautköpfe, da wird das äußerste Blatt immer abgenommen. Das verwende ich dann nicht. Dann schneide ich das mit dem Messer, kann man auch mit dem Hobel machen, in Streifen. Ja, und dann kommt es in den Topf. So, nehmen wir das äußerste Blatt weg. Und zwar vor allem an den Seiten, an denen ihr seht, dass so was Braunes dran ist. Dann nimmt ihr auf jeden Fall eine Blattschicht weg, vielleicht sogar zwei. Und ihr könnt natürlich auch dann dieses Stückchen einfach abschneiden, dass ihr keine braunen Stellen mehr seht. Die Blätter kann man wieder sehr gut einsetzen, wenn man einen Komposter hat, um Kompost zu erzeugen und damit auch wieder gute Erde. So. Das Schwierige an der ganzen Geschichte ist nur, diese Köpfe weiter zu bearbeiten. Dann lege ich erstmal das hier weg. Das stört jetzt etwas. Ja, dann probieren wir halt die Köpfe einmal. Ja. Und dann schneidet man das Ganze in mehr oder weniger dünne Streifen. Meine Frau, die mag es eher sehr dünn. Ich mag es eher ein bisschen robuster. Also einigen wir uns so auf die Mitte. 2-3 mm dicke Streifen. So, ich will euch nicht langweilen. Jetzt das Ganze hier ab, schalte aus. Und wenn ich soweit fertig bin, dann melde ich mich wieder. So, ich schneide die runter bis zum Strunk. Den kann man natürlich nicht hernehmen. Den tun wir auch wieder in Kompost. Und die Abschnitte, die wiege ich mit einer normalen Küchenwaage, dass ich dann am Schluss weiß, wie viel Kilo Kraut ich denn in den Topf gebe. Pro Kilo 10 Gramm Salz drauf und dann passt das. Das ist jetzt knapp bis Kilo. Ja, das kann man dann hier schon in den Topf einfüllen. Nur nachdem ich der Hälfte ungefähr ein Kilo war, gehe ich davon aus, dass ein Krautkopf 2 Kilo hat. Ich habe insgesamt 5 Stück. Das macht 10 Kilo, also brauche ich 100 Gramm Salz. So, das ist jetzt nur ein einziger Krautkopf. Und der Topf ist schon bis oben hin voll. Jeder sagt jetzt natürlich, wie sollen da 10 Liter reinpassen, 10 Kilo reinpassen? Ja, auch zur besseren Gärung muss man das Ganze etwas komprimieren. Dazu sucht man sich einen Stampfer. Das kann ein normaler Stampfer sein. Oder man nimmt sowas hier und dann stampft man das ganze Kraut hier zusammen. Ich hau dann immer gleich auf dieses Kilo, auch dann gleich die 10 Gramm Salz. Dann entzieht das Salz auch gleich die Feuchtigkeit etwas und das ganze Gemüse gerade wird etwas weicher und lässt sich dann besser stampfen. Also jetzt einfach mal noch 10 Gramm Salz ablegen. Die 10 Gramm Salz, die verteile ich oben drauf ein bisschen. Und ein bisschen innen drin verteilen. Und wie gesagt, dann das Ganze noch drücken. Ja, das ist jetzt ein Kaukopf, also 2 Kilo. Ich bringe hier wahrscheinlich nur 3 oder 4 Krautköpfe rein.
Also es fällt noch ein bisschen zusammen, werden wir sehen. Aber so sollte es nach dem Stampfen aussehen, nach dem Reindrücken. Natürlich solltet ihr schauen, dass ihr eine stabile Unterlage habt, nicht so wie ich hier auf dem Zerranfeld. Denn da bricht das Zerranfeld und macht es kaputt. Darum habe ich das auch mal kurz zur Seite gestellt, nochmal gescheit gedrückt und jetzt wieder zurückgestellt, weil ich hier mehr Licht habe. So, das ist der zweite Graukopf, wieder die äußeren Blätter weg. Und dann heben wir uns ein paar Blätter auf. Und zwar schöne, gute Blätter, die wir später ganz oben auflegen, um zu verhindern, dass das klein geschnittene Kraut nach oben schwimmt und zu schimmeln anfangen kann. Schimmel ist unser Feind bei der ganzen Geschichte. Alles, was aus der Flüssigkeit raussteht, aus der Salzflüssigkeit, also Salzlake raussteht, wird später anfangen zu schimmeln. Also nehmen wir ein Blatt, versuchen das möglichst runterzukriegen, ohne es komplett kaputt zu brechen. Dann müssen wir es einfach mal abschneiden. Und dann vorsichtig abziehen. Ja, so dass man dann so ein Blatt hat. Davon mache ich immer zwei oder drei. Die kommen, wie gesagt, oben drauf. Und sollen verhindern, dass später Sauerkrautstreifen nach oben schwimmen und dann eben schimmeln. Zwei sollten es eigentlich reichen, die man das versetzt dreht und die dann oben auf das Sauerkraut drauf kommen. Zwar so rum drauf kommen, da oben kommen dann die Beschwerungssteine drauf. Natürlich sollten da keine 10 Gramm pro Krautkopfsalz rein, sondern pro Kilo. Also ich habe vorhin nochmal 10 Gramm dazugegeben. Ich habe jetzt einen halben Krautkopf wieder reingetan und füge auf den halben wieder 10 Gramm Salz zu. Drücke es leicht fest, verteile das Salz ein bisschen, damit die Blätter einfach weicher werden, damit man sie besser stampfen kann. Zwischendurch mal, damit das ein bisschen ziehen kann, das Kraut. Ich habe vor einigen Wochen ja euch gezeigt, wie man Gemüse fermentieren kann. Einfach in Gläser geben. Die Anleitung dazu findet ihr in einem meiner Videos. Und ich habe dann oben drauf ja dieses Zellophan genommen. Das tun wir jetzt einfach raus. So. Was übrig bleibt, der weiße Belag auf diesem Papierchen. Ja, das entsteht auch im Glas, das ist kein Schimmel, das ist einfach, da setzt sich die Milchsäure ein bisschen ab. So, die Milchsäuregärung hat jetzt ungefähr, naja, 3 bis 4 Wochen gedauert. Und jetzt sind die Gläser ja nicht mehr ganz voll. Darum mache ich es jetzt ganz einfach. Ich nehme einen kleinen Messbecher, etwas abgekochtes Wasser, muss nicht viel sein, so viel, um die Gläser mal aufzufüllen. Und da gebe ich auch wieder ein bisschen Salz zu, damit die Salzkonzentration im Glas abnimmt. In dem Fall sollten da 2 Teelöffel Salz reichen. Ich löse mal auf. Und dann füllen wir die Gläser, so hoch wir es brauchen, auf. So, dann Gläser wieder zudrehen. Hoppla, das falsche Glas. Oder war sogar das Richtige. So, fest zudrehen. Seht, ich verwende verschiedenste Gläser, auch gekaufte. Dann kann man das Ganze noch ein bisschen schütteln. Und schauen, ob sie auch dicht sind, die Gläser. Seht, da unten hat sich auch so was Weißes abgesetzt. Das kommt von der Milchsäuregärung. Das ist nicht giftig, nicht schimmelig. Das trübt das Ganze etwas ein, setzt sich aber mit der Zeit wieder ab. Das ist nicht jedem Glas so. Der Vorteil ist, wenn man das einmal kurz stülpt, sieht man, ob die Gläser auch dicht sind. Das hier zum Beispiel ist jetzt nicht ganz dicht. Wahrscheinlich habe ich doch die Deckel verwechselt. Der Deckel gehört hier drauf. Und der Deckel da. Ja, man sieht, es ist nicht mehr tropft. Hier auch nicht. So, den Rest kann man entsorgen. Und schon hat man im Glas ja, Sachen fermentiert. So könnte ich jetzt natürlich auch vorgehen mit dem Sauerkraut, jetzt mal fertig abgegoren ist. Da so ungefähr im Stress ins Warme, oh, 22 Grad, 23 Grad, vielleicht auch bis 20 Grad für 3 bis 5 Wochen, je nachdem welche Temperatur man hat. Und dann ist es fertig. Dann füllt man es einfach um in Gläser. Zeige ich euch auch gleich eines von meinem
von vor 2 Jahren. Das ist ein Glas von 2018. Also ich fülle das in diese Gläser ein und dann, meistens kocht man ja gerade sowieso, dann koche ich es nochmal in den Dampfdrucktopf ein. Wieder pro 10 mm Durchmesser, 1 Minute. In die, was sind das, 8 Minuten. Ja, dann habe ich mal mit einem Lebensmitteltechniker gesprochen, der meinte, ja, wie lange willst du das überhaupt aufheben? Die Milchsäuregärung alleine macht das ja schon haltbar. Und du kochst es auch noch ein. Das hält ja mindestens 30 Jahre. Ich bin nicht böse, wenn es 30 Jahre halten würde. Erfahrungsgemäß. Wir haben jetzt noch 3 Gläser im Keller von 2018. Eins von 2019. Und damit sind unsere Jahresvorräte schon wieder erschöpft. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man sowas auch einkochen. Vor allem Kraut. Jetzt bei dem Gemüse, das wir vorher gesehen haben, würde ich nicht mehr einkochen, weil es dann einfach zu weich wird. Aber so ein Sauerkraut, Milchsäuregärung, noch 5 Wochen rein, auch ein bisschen festdrücken, damit es einfach dichter wird. Flüssigkeit drauf bis knapp und zum Rand. Deckel drauf, in Einkauf, Dampfdrucktopf stellen. 8 Minuten einkochen bei maximaler Temperatur. Abkühlen lassen, dann zieht sich der Deckel auch runter, ist nicht mehr zum Ploppen. Und dann ist das fertig und hält die nächsten Jahre auf jeden Fall in eure Vorratsschränken. So, mehr als 2,5 Krautköpfe kriege ich nicht in den Topf. Das ist auch kein Problem. Denn Kraut kann man, wenn man es kühl stellt, in den Keller oder in die Speise, wo es ein bisschen kühler ist, sehr lange aufbewahren und in 4 Wochen, 5 Wochen oder spätestens, wenn der eine Topf abgegärt ist, dann mache ich den nächsten. Oder ich frage meinen Freund, ob er den Gärtopf noch braucht und hole mir den zweiten. Und dann mache ich gleich morgen den nächsten Topf. Er ist jetzt wieder noch nicht komprimiert. Aber viel mehr als diese 2,5 Krautköpfe werden dann jetzt nicht reinpassen. Einen halben kriege ich vielleicht noch unter. Dann wären es 3. Aber ich mache das jetzt nicht. Ich lasse das so, wie es ist. Dann habe ich oben mehr Luft und es gärt mir nicht über, denn es kann auch mal hochgehen und dann kommt es oben raus. Das ist nicht so gut. Also, wie gesagt, gut zusammendrücken. So, dann zu unseren 2 Blättern. Die schauen wir, dass wir jetzt möglichst, ohne sie zu brechen, hier reinkriegen. Und oben flach ausdrücken, sodass keine Gärstreifen, keine Krautstreifen mehr nach oben rauskommen können. Ja, und darauf legen wir dann unsere Beschwerungssteine. So. Ja, und jetzt füllen wir das Ganze mit Wasser auf. Soweit, bis es ungefähr 1/2 cm über die Beschwerungssteine steht. Dass auch wirklich alles unter der Flüssigkeit bleibt. Dann Wassermalsch. Man hört es, wie das Wasser nach unten läuft. Noch mal ein bisschen nachdrücken. Die 2. Kanne voll Wasser. Schauen wir, ob wir die noch brauchen. Die Steine sind schon erreicht. Ein bisschen runterdrücken, damit die Luft rausgeht. Winterschwimmer die Teile von oben wegnehmen. Oh, fehlt nicht mehr viel. So, jetzt sind wir gut 1/2 cm über den Steinen. So sollte das dann ausschauen. Sieht man so kleine Teile oben aufschwimmen, wischt man die am besten noch raus. So, zu guter Letzt gebe ich immer ungefähr 1 Teelöffel Salz hier in die Rinne und fülle die Rinne auch ungefähr zur Hälfte hoch mit Wasser auf. Das Salz ist bloß noch eine extra Sicherheit. So, das sollte reichen. Kann man das Salz noch ein bisschen auflösen. Und dann kommt hier der Deckel drauf. So. Und wie man jetzt schon sieht, bildet das Wasser eine Barriere, die keine Keime mehr reinlässt, aber die Luft rauslässt. Ihr müsst natürlich immer wieder kontrollieren, ob der Wasserstand hier zu niedrig wird. Er darf eigentlich nie ganz trocken werden, weil sonst habt ihr wieder das Problem, dass Luft nach innen kommen könnte und damit auch Keime.
Wie schon gesagt, einfach ein bisschen warm stellen vor die Heizung oder einen Heizungskeller, wenn ihr einen habt. Oder bei Zimmertemperatur geht auch. Ich habe es lieber ein bisschen wärmer, so 22, 23 Grad. Das ist eigentlich optimaler. Ja, und das war's dann schon. Schön, dass ihr wieder da gewesen seid und mir zugeschaut habt. Sicherlich untypisch, wenn ein Mann hier solche Kochorgien und Einmachorgien veranstaltet. Aber ja, ich bin mir dafür nicht zu schade. Ich weiß ja, wofür ich es mache, nämlich für mich und für meine Familie. Ja, solltet ihr noch Anregungen haben, wie gesagt, unten die Kommentare. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.